Okay. Aber Triss, vielleicht solltest du dir andere Outfits zulegen, weil weder dein altes noch dein neues tragen dazu bei, dass du unerkannt bleibst. Nur so eins. Eine kleine Randnotiz. In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. So. Gegen Mitternacht. Was haben wir denn hier alles noch? Warum haben wir eigentlich so viele Sachen, die erst ab höhere Level funktionieren? Das hier funktioniert noch. Pass auf. Aber ich würde sagen, das machen wir alles nach dem großen Auftrag, oder? Okay. Als ich das letzte Mal hier im Journal war, gab es hier einen Bug. Plötzlich wird es mir angezeigt. Gut. Ja, wir kümmern uns erstmal weiter um diese Quest. Würde ich einfach mal sagen. Apropos, gibt es hier eigentlich noch jemanden, bei dem ich meinen Bart schneiden kann? Irgendwo hier in der Nähe? Bisher sehe ich keinen. Leider. Gleich meditieren wir da noch mal eine Runde. Da vorne ist wahrscheinlich die Kapelle. Ja. Dann einmal speichern. Nein, das war das Falsche. Dann einmal bitte meditieren, damit wir um Mitternacht auch pünktlich da sind. Ja. Du bist hier, gut. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Was? Aber Triss, willst du das wirklich? Hier draußen, vor allen Leuten? Es mag dich überraschen, aber Fesseln sind auch außerhalb von Schlafzimmern nützlich. Überleg doch. Wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Würde ich das mal nicht sagen. Triss, überleg's dir. Willst du wirklich gefesselt die Höhle des Löwen betreten? Ja. Na gut. Das kann ich nicht zulassen. Nett, dass du so besorgt bist. Aber ich habe mich entschieden und dabei bleibt's. Wir haben eh keine Wahl. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn. Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum, aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Warte. Ich will dir danken. Hör auf. Das täte doch jeder. Nein, nicht jeder. Hör auf. Es steht einer Zauberin nicht, rot zu werden. Naja. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri, sie ist, was zählt.
Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? In Ordnung. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein! Sieh an, Triss Merigold. Du machst jetzt den Zauberinnen statt Ertrunkenen. Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit dir. Nicht so schnell. Entweder übergebe ich sie Menge persönlich oder keiner tut es. Du meinst wohl, wir kennen uns mit Hexen nicht aus? Lass mich los, du Schwein! In so einem hübschen Mund hat eine vulgäre Zunge nichts verloren. Wir müssen sie wohl rausreißen. Vielleicht solltet ihr sie eher lösen. Ihr könntet was Interessantes erfahren. Zum Beispiel? Zum Beispiel das Versteck von Philippa Eilhardt. Dafür wirst du büßen, du! Halt die Schnauze, rothaarige Hure! Und du, spuck's aus! Wo ist Eilhardt? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich rede nur mit Menge. Menge redet nicht mit deinesgleichen. Dann grüß ihn von mir und sag, dass ich hier war. Mit meiner Freundin Merigold. Gut. Nimm sie und folge mir auf dem Fuß. Keine falschen Tricks. Okay. So weit, so gut. Auch wenn es mir nicht gefällt, was sie da gerade mit Merigold machen. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden... Hier trennen sich unsere Wege. Geh zur Menge. Merigold ist nebenan. Ihr kriegt sie nicht, bevor ich... Du hast hier nichts zu melden. Dirk, du weißt, was zu tun ist. Aus mir kriegt ihr kein Wort raus. Du nicht und er auch nicht. Spielst die Harte, hm? Warte nur. In 1 bis 3 Fingernägeln plauderst du. Macht, was ihr wollt. Na los, Hexe. Ich zeig dir, welche Wunder eine Kneifzange wirken kann. Wirst staunen. Ich befahl doch, niemanden reinzulassen. Jemanden mit Informationen über Philippa Eilhardt ausgenommen. Dieser Hexer sagt, er hätte welche. Das kann jeder sagen. Wir fangen mit dem kleinen Finger an. Nein, mit dem Daumen. Das ist der Daumen. Aber es kann uns nicht jeder Triss Merigold bringen. Ist sie das, die ich da höre? Sehr schön. Ich gehe gleich zu ihr. Aber zuerst... Reden wir. Setz dich. Das geht doch nach hinten los, das Ganze. Ja, nee, jetzt schon was ganz, ganz Schlimmes. Kein Bedarf. Du hast 2 Möglichkeiten, Hexer. Trink
oder stirb. Aus Cedaris. Jahrgang 1261, das Jahr des Massakers von Sintra. Nicht zappeln. Der schüttelt die Pflaumen. Aufhören! Kurt, sieh bitte nach, warum Fräulein Merigold so überzeugend winselt. Sie braucht wohl was. Heiße Eisen vielleicht. Wo wir von Metall reden. Der Kelch ist aus Silber. Du wolltest prüfen, ob ich kein Doppler bin. Oh, man erkennt den Fachmann doch sofort. Wie erfrischend. Um deine Frage zu beantworten, man kann nie vorsichtig genug sein. Du würdest staunen, wie viele schon zu ranzigem Schleim wurden, die ihn in die Hand genommen haben. Ich habe ein Silberschwert auf dem Rücken. Reicht das nicht? Das beweist gar nichts. Körper von Dopplern können jede Erscheinungsform annehmen, auch die von Silber. Natürlich ohne dessen nützliche Eigenschaften. Du bist ja ein echter Doppler-Experte. Ich dachte, gerade Hexer wüssten besonders gut, dass man seinen Feind kennen sollte. Der sammelt sie alle auf. Der trägt sie nach Haus. Scheiße. Vor allem fällt Gerald genauso schwer. Reden wir jetzt vom Geschäft. Ich zahle dir die doppelte Belohnung für Merigold. Sehr großzügig. Warum? Nun, du lieferst deine Geliebte aus. Das muss wirklich furchtbar sein. Du verdienst eine Wiedergutmachung. Sicher, ich hab Triss gefickt. Aber welche Rolle spielt das, wenn du für ihren Kopf Gold zahlst? Ah, richtig. Fast hätte ich vergessen, dass die Mutationen euch Hexern die Gefühle nehmen. Nein, nicht mehr. Ich kann nicht. Sei tapfer, Schätzchen. Nur noch ein Fingernagel, dann ist die andere Hand dran. Wer isst sie alle auf? Ja, ruhig gleich Köpfe. Ich mach nicht gebissen. Die Schlampe beißt. Legen wir ihr ein Halsband an, aus dem Meritium, das dürfte sie beruhigen. Du überraschst mich, Geralt. Vielleicht kommen wir doch ins Geschäft. Na, du vielleicht. Weißt also etwas über Philippa, aber damit rückst du sicher nicht umsonst raus. Was willst du dafür haben? Ganz einfach. Befreie Rittersporn. Ein degenerierter Barde gegen Informationen über Philippa. Verlockendes Angebot, wirklich. Aber ich muss ablehnen. Für Rittersporn ist eine großartige Hinrichtung. Schon wieder. Land, musst du wissen. In Ochsenfurt. Das Rad, Häutung und so weiter. Das wird sehr aufschlussreich für die akademische Jugend und die Städter. Wann soll dieses lehrreiche Spektakel denn stattfinden? Wenn ich persönlich den Befehl dazu gebe, bis dahin bleibt Rittersporn im Kerker auf der Tempelinsel. Okay. Wie schade, dass ich nicht helfen kann. Vielleicht werden wir uns anderweitig einig. Indem ich deinen Kopf kriege. Doch sehen wir zunächst nach Fräulein Merigold. Es ist so seltsam still geworden. Komm. Hat er gesagt, wo Rittersporn ist? Ja, aber... Das. Ey, du wolltest das.
Wir sollten uns um deine Verletzungen kümmern. Nicht nötig. Mir geht's gut. Naja, überwiegend zumindest. Bis zu meiner Hochzeit sollte alles verheilt sein. Es tut mir leid. Ich hätte dich früher rausholen sollen. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich wusste, worauf ich mich einlassen würde. Wie soll ich sagen? Das war etwas voreilig. Was meinst du damit? Menge sagte, dass Rittersporn auf der Tempelinsel eingesperrt sei. Er wollte ihn in Ochsenfurt hinrichten. Und sie wollen Rittersporn nur aus seiner Zelle lassen, wenn Menge persönlich den Befehl dazu gibt. Scheiße. Tut mir leid, Geralt. Ich hätte besser nachdenken müssen, als ich ihn sah. Nach allem, was sie dir angetan haben, sind keine Erklärungen nötig. Ja. Er hätte uns niemals geholfen. Nicht einmal, wenn ich... Ich weiß. Lass uns nicht darauf rumreiten. Wir sollten über die nächsten Schritte nachdenken. Rittersporn ist für den Moment sicher. Allerdings außer Reichweite. Wir haben keine Chance, ihn zu befreien. Die Tempelinsel ist uneinnehmbar. Und Menge kann weder seine Überführung noch die eines anderen Gefangenen anordnen. Lass uns seine Leiche durchsuchen. Stimmt. Er könnte etwas Nützliches dabei haben. Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist das? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier. Gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Ich habe gesehen, wie Menge ein Blatt Papier verbrannt hat, kurz bevor wir herkamen. Es hätte uns vielleicht weiterhelfen können. Nun ist es zu spät. Und du kannst die Notiz nicht wiederherstellen? Leider nicht. Ich bin eine Zauberin, keine Wunderwirkerin. Kannst du ihn wiederbeleben? Vielleicht, wenn ich mich mit schwarzer Magie auskennen würde. So tief bin ich aber noch nicht gesunken. Nichts als Sackgassen. Wir müssen etwas anderes versuchen. Rittersporn dort rauszuholen ist unsere letzte Alternative. Geralt, du kennst mich. Ich suche immer nach Lösungen. Ich gebe nicht so leicht auf. Aber in diesem Fall gibt's nicht die geringste Hoffnung. Niemand entkommt aus dem Inselkerker. Und Ausbrüche hat es auch noch nicht gegeben. Hat es schon mal jemand versucht? Sie haben es, Geralt. Ich habe es, um genau zu sein. Kurz bevor du angekommen bist, hat mich fast mein Leben gekostet. Menge ist der Einzige, der Rittersporns Freilassung befehlen könnte. Ja. Oder jemand, der genauso aussieht wie er. Wir brauchen Doppler. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht könnte Priscilla etwas wissen. Wollen wir es hoffen. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Ja, unbedingt. Okay. Hier trennen wir uns. Aber zuerst fackeln wir die Bude ab. Juhu. Alles klar. Wir haben zu viele Spuren. Lagerfeuer. Ja. Und ich muss auch etwas Dampf ablassen. Ach, Triss.
Also ich habe einen Weg herausgefunden. Ob Triss ihn auch gehen möchte, ist jetzt die andere Frage. Okay, sie hat sich einfach teleportiert. Du da! Herr Reuven will dich sprechen! Ungeduldiger alter Bastard. Hm? Nichts. Gehen wir. Huch. Achso, ich dachte gerade. Okay. Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich, sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Schlimm. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Hab ihn nirgends gesehen. Und 20 Tonnen Gold sind schwer zu übersehen. Das bedeutet, dass du mit leeren Händen zu mir gekommen bist? Erstens bist du zu mir gekommen. Zweitens habe ich etwas mitgebracht. Der Schlüssel zu einem Tresor. Hab ihn bei Menge gefunden. Da ist aber nichts in deiner Hand. Ein Tresor. Ich muss ihn also selber finden. Du hast mir die Dinge nicht gerade leichter gemacht. Doch, Menge ist tot. Und du hast einen Schlüssel. Erspar's mir. Ich will meine Belohnung. Geralt, sind alle Hexer so dreist wie du? Was meinst du damit? Du hast mich belogen. Wieder einmal. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir aber dabei geholfen, deinen Schatz zu finden. Hör also auf zu jammern. Ich scherze nicht, Geralt. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit kann ich leben. Ja, dieses Mal wirst du leben. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexer. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Bemühe dich Gott nicht. Sei Dank. Ich weiß, was mit Rittersporn passiert ist. Dann nimm mein Geld. Ich zahle meine Schulden immer zurück. Auch bei Lügnern. Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal mich reinzulegen. Hi. Nein, habe ich eigentlich nicht geblockt. Also, eigentlich habe ich nichts anderes umgestellt. Warte mal. Ich meine zumindest, dass ich nichts umgestellt habe. Nicht bewusst. Nee. Bei Raids steht, alle Raids erlauben. Also, ich kann dir leider nicht sagen, warum es nicht geklappt hat. Aber, trotzdem danke. Ich hoffe, du hattest einen tollen Stream. Was hast du denn gezockt? Wer hat deine Schwester getötet? Gut, also wieder zurück zu Priscilla. Wo war die denn nochmal? Da hinten. Okay. Wir steigen auch bald schon wieder auf, wie ich es gerade gesehen habe. Wir werden jetzt okay. Das ist glaube ich, noch nicht lange draußen, ne? Wie ist das denn so? Ich war auch erst am Überlegen, ob ich mir das Spiel hole. Aber ich war noch nicht so ganz hundertprozentig überzeugt. Deswegen habe ich es erstmal noch gelassen. Aber mein letztes Geld, was ich so zur Seite gelegt hatte, dann doch eher für gewisse DLCs ausgegeben, die gestern? Doch gestern rauskamen. Das ist echt super. Okay. Ja, ich wusste nicht genau, seit wann es draußen ist. Ich habe nur gesehen, dass das halt zurzeit fast jeder spielt. Und ja, wie gesagt, das, was ich so gesehen habe, hat mich nur nicht ganz überzeugt, weil ich mir halt unsicher.
Und ja. Deswegen habe ich es leider noch nicht getan. Aber mal gucken, vielleicht mache ich das ja noch. Mal schauen. Ich bin gelaufen. Ich habe ein Monster unterm Bett. Hilfst du mir? Plötzlich auftaucht und mich heilt. Weil ich neige dazu, dass mein Ersteindruck bei Spielen es meistens verhindert, dass ich was richtig spiele. Schicht, macht süchtig. Okay. Ja, das klingt jetzt schon wieder, ja, nach etwas, was ich spielen sollte. Du machst mir da zumindest etwas Mut. Geh mal gucken. Wann streamst du denn das nächste Mal? Also, das Spiel. Ich würde nämlich mal reinschauen. Wo ist Priscilla nochmal? Ach, ich glaube, die war über uns. Warum denn? Wenn Krieg herrscht, sind die Getränke immer noch aus. Okay, die Frau hat sehr schlecht. Nächste Woche ist er. Okay, welche Uhrzeit denn genau? Bei Dienstag streame ich ja meistens auch. Wobei, ja gut, bei nächste Woche weiß ich nicht genau. Ich plane nämlich am Sonntag einen 24-Stunden-Stream. Also ich weiß nicht, wie K.O. ich dann sein werde. Wo muss ich hin? Muss ich nach oben oder muss ich nach unten? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich musste nach unten. Nein, das sieht nicht richtig aus. Aber wenn, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Bin ich anfangen, da was zu zocken, das Game. Jo, ich glaube, den Anfang würde ich dann vielleicht sogar mitgucken. Bevor ich dann anfange, falls ich wirklich Dienstag streamen sollte. Ansonsten würde ich auf jeden Fall mal reingucken. Würde mich echt mal interessieren. Warte mal. Ich schreibe mir das sogar mal auf, damit ich es nicht vergesse. Ich neige nämlich zu selbst dazu, alles zu vergessen. Yeah.